Hallo bei Bildner TV und einem neuen Video zur aktualisierten EU-Drohnenverordnung. Heute geht's um einen ersten Überblick über die wichtigsten Neuerungen für Drohnenpiloten, damit ihr rechtlich immer auf der sicheren Seite fliegt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Seit einiger Zeit bieten wir in unserem Online-Shop das Buch Drohnen legal und professionell von Uwe Schneider an. Nach der Überarbeitung der EU-Drohnenverordnung konnten wir es nun endlich auf den neuesten Stand bringen. Zur Drucklegung damals war die EU-Drohnenverordnung gerade so in Arbeit. Die Inhalte in diesem Buch sind natürlich insgesamt nach wie vor aktuell. Allerdings der neue Beileger, den wir jetzt dazu gepackt haben, der vertieft die Kapitel Gesetze und Versicherungen ab Seite 90 mit neuen aktuellen Details, die eben für das Fliegen mit einer Drohne sehr, sehr wichtig sind. Ganz grundsätzlich gilt jetzt mal eins: Europäisches Recht ersetzt nationales Recht. Zumindest dort, wo sich entsprechende Vorschriften widersprechen oder eben nicht identisch sind. Das heißt im Prinzip, dass ein Fernpilot nun überall in der EU in den offenen Kategorien A1 bis A3 unter Einhaltung nationaler Vorschriften frei fliegen darf, ohne sich dazu also dann nochmal in diesem anderen EU-Land für einen Flugbetrieb zusätzlich registrieren zu müssen. Und das ist natürlich ein deutlicher Gewinn. Wenn ich meinen Urlaub in Österreich verbringe, dann muss ich mir darüber keine Gedanken machen, wenn ich denn die entsprechenden Voraussetzungen in Deutschland auch erfülle. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Regeln jetzt klar definiert und europaweit eben einheitlich sein sollten. Denn was in der Theorie eigentlich einfach klingt, hat in der Umsetzung natürlich eine hohe Komplexität, besonders in Deutschland mit den vielen unterschiedlichen Länderkompetenzen, von denen manche Bundesländer geben ihre Kompetenzen wieder an den Bund ab, andere Bundesländer nicht. Also das ist von Bundesland zu Bundesland leider auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Die Zuständigkeiten in Deutschland für jeden einzelnen Fall zu erläutern, ist hier an dieser Stelle natürlich komplett unmöglich. Daher mein Tipp: In Uwe Schneiders Buch Drohnen legal und professionell findet ihr alle wichtigen Infos und Hinweise, an wen man sich wo, wann, wie wenden muss, um rechtlich sicher mit seiner Drohne in die Luft zu gehen. Schaut bei uns im Shop vorbei, der Link steht hier unterhalb des Videos. Im Shop gibt es das Buch natürlich als E-Book, als gedrucktes Buch und auch als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Und weil es mir gerade einfällt, ihr könnt das Buch ja auch gewinnen. Dazu müsst ihr nur einen persönlichen Kommentar dalassen und nehmt damit automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil, bei der ihr dann eben ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen könnt. Schreibt uns einfach, welche Erfahrungen ihr mit eurer Drohne gemacht habt. Vielleicht seid ihr schon mal mit den Behörden in Konflikt geraten, würde uns interessieren. Oder schreibt uns einfach, was euch noch besonders interessiert. Vielleicht haben wir ein paar Antworten für euch. Also, auch wenn jetzt die Verflechtungen von europäischem, deutschem und Länderrecht nicht ganz so einfach zu durchschauen sind, so gibt es dann doch ein paar handfeste Veränderungen in der Drohnenverordnung. Nämlich, zum Ersten, die maximale Flughöhe wurde von 100 auf 120 Meter angehoben, was ja schon mal nicht schlecht ist. Die Gewichtsgrenzen wurden angepasst. Da ist ein bisschen undurchsichtig, sage ich nachher noch was dazu. Es gibt eine Registrierungspflicht für Fernpiloten, da kommt man nicht aus und man benötigt eine eindeutige elektronische Identifizierungsnummer, die sogenannte EID. Es wurden zwei unterschiedliche Drohnenführerscheine eingeführt, der EU-Kompetenznachweis A1, A3 und das EU-Fernpilotenzeugnis A2. Die Drohnen werden jetzt in Klassen von C0 bis C4 eingeteilt. Ab 2023 müssen neue Drohnen definitiv CE zertifiziert sein. Für Bestandsdrohnen gibt es spezielle Regelungen. Und es gibt eine neue Einteilung in die drei Anwendungsszenarien: offen, speziell und zulassungspflichtig. Im Grunde geht es bei diesen Anwendungsszenarien, bei den letztgenannten, um eine Risikobewertung. Die offene Kategorie mit den Unterkategorien A1 bis A3, die ist am wenigsten risikoreich. Die zulassungspflichtige Kategorie, also die heftigste, in die zum Beispiel große Lieferdrohnen oder so fallen dürften, die sind natürlich mit dem höchsten Risiko behaftet. Private Drohnenpiloten, die fallen üblicherweise in die offene Kategorie und brauchen dann zum Betrieb der Drohne den Kompetenznachweis A1, A3.
für die Kategorie A2 und die Kategorien SAIL 1 bis 6, in den speziellen Anwendungsszenarien, da braucht man den Kompetenznachweis A2. Was darf man aber jetzt in der wenig risikoreichen offenen Kategorie? Man darf natürlich bis 120 Meter hoch fliegen, aber nicht über Menschenansammlungen. Man benötigt keine Erlaubnis und die Drohne muss aber immer in Sichtweite bleiben. Allerdings kommen da noch ein paar weitere Faktoren hinzu, die man beachten muss. Wie schnell fliegt die Drohne? Darf maximal 19 Meter pro Sekunde fliegen, soweit ich weiß. Und welches Gewicht hat die Drohne? Und außerdem, ist sie denn CE-zertifiziert? Da es jetzt mit der verpflichtenden CE-Zertifizierung noch bis 2023 dauert, gelten im Moment für Bestandsdrohnen noch folgende Vorgaben. Die Drohnenklasse A1, also zur Drohnenklasse A1 zählen Geräte bis unter 500 Gramm, wobei man da noch zwischen 250 Gramm und weniger und 500 Gramm und weniger unterscheiden muss. Je nach Gewicht darf man über einzelne Personen fliegen oder muss das dann eben vermeiden. Also mit den schwereren Drohnen darf man nicht über einzelne Personen fliegen. In die Drohnenklasse A2 gehören Geräte mit 500 Gramm bis 2 Kilo. Man muss einen Mindestabstand zu Menschen einhalten. Und in die A3, in die Klasse A3 fallen, da fallen ebenfalls Drohnen zwischen 500 Gramm und 2 Kilo, sowie alle Geräte bis 25 Kilogramm. Hier gelten dann ganz unterschiedliche Regelungen zu Abständen zu Personen, beziehungsweise auch zu Abständen, zu Mindestabständen zu Gebäuden und Erholungsgebieten. Ziemliches Durcheinander. Sobald die CE-Zertifizierung dann ab 01.01.2023 Pflicht wird, gelten neue, verschärfte Regeln. Vor allem muss man dann mit allen Bestandsdrohnen, also allen, die keine CE-Zertifizierung haben, ab 250 Gramm 150 Meter Mindestabstand zu Gebäuden und Erholungsgebieten einhalten. Unter anderem. Also ihr seht schon, das ist eine Verschärfung dann für Bestandsdrohnen. Noch ein Wort zur Registrierungspflicht. Man muss sich für jede Drohne ab 250 Gramm sowie für jede Drohne, die mit einer Kamera ausgestattet ist, die auch weniger als 250 Gramm wiegen darf, mit denen muss man sich beim Luftfahrtbundesamt registrieren. Und da bekommt man dann eine eindeutige EID, also eine UAS-Betreibernummer. UAS ist die englische Bezeichnung für unbenanntes Fluggerät. Man kann dann mit einer UAS mit einer UAS-Nummer mehrere Drohnen betreiben. Die EID muss aber ohne die letzten drei Stellen der Kennung, ist auch wichtig, an jeder Drohne angebracht werden. Was noch zum Führerschein? Es gibt zwei Nachweise, habe ich vorhin ja schon gesagt, die europaweit gelten, eben den Kompetenznachweis A1, A3 und das Fernpilotenzeugnis A2. Für Hobbyflieger dürfte normalerweise der Kompetenznachweis A1, A3 ausreichen. Es gibt einen Kurs, der vermittelt für A1, A3 allgemeine Kenntnisse inklusive rechtlicher Rahmenbedingungen, Training, Prüfung zum Kompetenznachweis. Und eben diese Prüfung zum Kompetenznachweis, den kann man über das Portal des LBA, also des Luftfahrtbundesamts, online absolvieren. Das Portal ist unter lba-openuav.de erreichbar. Dieses Training ist gebührenpflichtig, beinhaltet 4 Module und schließt dann mit einer 45-minütigen Online-Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen ab, von denen dann 75% korrekt beantwortet werden müssen. Also normalerweise, denke ich, ist das jetzt nun wirklich kein großes Problem. Falls ihr aber jetzt professioneller unterwegs seid und zum Beispiel auch in der Stadt fliegen müsst, Menschen, Gebäude und so weiter, empfehle ich euch einen Blick in unser Buch, das um die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen erweitert wurde. Denn was sich da im Fernpilotenzeugnis A2 und bei den speziellen und zulassungspflichtigen Drohnenkategorien noch alles getan hat, das kann ich ja nur wirklich nicht alles erklären. Da geht es dann schon sehr ins Detail. So, das war's jetzt mit meinem kurzen oder auch mittelkurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen zur EU-Drohnenverordnung für private Drohnenpiloten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da und vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen hier ja ständig neue Videos mit Tipps zum digitalen Leben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit eurer Drohne, mit der Fliegerei, seid vorsichtig und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, ciao.